So, wo könnte denn der nächste Infarkt liegen? Könnt ihr euch gerne etwas wünschen, wo ich den jetzt noch einzeichne? Ich male jetzt einfach mal ein hier so beim Ramus circumflexus ein. Da kann man ja auch mal eine Stenose haben. Das kommt, glaube ich, auch relativ häufig vor. Und da ist es dann so, und haben wir hier natürlich den posterolaterales sinistra und hier, Entschuldigung, den zweiten hier posterolaterales sinistra und den marginales sinistra. Und wenn es da zu einem Infarkt kommt, Entschuldigung, zu einer Stenose und im Endeffekt, dass dort in diesen Gefäßen kein Blut mehr ankommt, dann haben wir natürlich hier einen massiven Teil. Sage ich jetzt mal so, der Teil liegt jetzt nach vorne, also ist noch ein Infarktbereich, der nach vorne liegt. Und dann haben wir natürlich einen massiven Teil, der auf der Hinterwand liegt, den mache ich mal so leicht gestrichelt. Um sich jetzt genau wirklich anzuschauen, wie jetzt der Infarkt verläuft, das ist etwas schwierig. Wir haben ja hier eindimensionale Ableitung. Sie liegen ja vorne in, oder zweidimensionale Ableitung, die liegen ja vorne in der Planenebene. In Wirklichkeit ist das Herz, liegt natürlich auch 3D vor. Und dementsprechend müsste man sich jetzt mal kurz überlegen, die Hauptfläche liegt hier auf der Hinterwand und deshalb muss ich einfach hier nochmal ein weiteres Bild hinzumalen, wenn das jetzt ein Thorax wäre, ne? Also hier haben wir jetzt Rippen und Nippel. Und dann haben wir, müssen wir uns ja vorstellen, dass das Herz in etwa so da liegt, dass die Hinterwand im Prinzip eigentlich die Unterwand ist. Deshalb heißt das ja auch auf Englisch Inferior. Und wenn man sich das in der Leiche anschaut und das rausnimmt, das kann man ja sich im Prinzip meistens das Herz. Sozusagen hat es ja wirklich so eine flache Unterwand, die auch mit dem Zwerchfell sozusagen so ein bisschen zusammen gepappt ist. Und deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, wenn hier seitlich jetzt es jetzt zum Infarkt kommt, dann liegt das Hauptinfarktareal im Prinzip eigentlich hier und gar nicht so eindimensional hinten, wie es jetzt hier aussehen könnte. Deshalb müssen wir uns um uns den Feldvektor richtig herzuleiten, müssen wir uns das im Prinzip so vorstellen, dass der Hauptvektor zwar leicht nach hinten geht, aber seine Hauptrichtung eben, ne, hier ist die, dass seine Hauptrichtung im Prinzip nach unten geht. Und da ist jetzt auch wieder interessant, also was geht natürlich nach unten? AVF. Ne? Das heißt, wenn wir uns das Ganze noch einmal plan anschauen, ne, sagen wir hier, wäre diese Unterfläche eher diese flache, dann passt das natürlich hier mit den Koronarterien nicht. Aber haben wir halt eher hier diesen Teil der Unterwand, der eben betroffen ist. Dann sieht der Vektor eben, wie gerade schon gesagt, circa so aus. Ne? Und das ist, oder sagen wir mal, leicht so. So. Und dann haben wir damit im Prinzip die Ableitung AVF, die eigentlich immer beim inferioren Infarkt oder in der man eigentlich immer einen inferioren Infarkt erkennen kann. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, kommt dieser inferiore Infarkt, wie jetzt in diesem Beispiel, aus der Coronaria sinistra, zum Beispiel beim Ramus circumflexus oder im Ramus marginalis sinistra oder ein posterolaterales sinistra und dann liegt das höchstwahrscheinlich eher in AVF und oder in AVF sowieso, aber höchstwahrscheinlich in dem Fall eher dann noch in Ableitung 2, ne, die sich nämlich hier befindet. Und wenn das Ganze sich aber in also dieses Paar hier zusammen würde quasi eher für die Coronaria sinistra sprechen und wenn wir das Ganze aber eher noch in Ableitung 3 haben. Ne? Wir erinnern uns, die verläuft im Prinzip eher so. Dann haben wir in diesem Fall bei diesem Paar eher ein Problem in der Coronaria derecha. Dextra, ich mal mit diesem komischen Spanisch. Und zwar logisch, ne? Weil wenn der Infarkt sich jetzt weiter hier befindet, dann ist natürlich der Feldvektor eher im Rahmen der Ableitung 3 zu sehen. Ne, wenn man alles sieht, dann kann man es wahrscheinlich nicht genau sagen und dann muss wahrscheinlich wieder der Katheter entscheiden. Okay, also damit haben wir eigentlich die wichtigsten Ableitungen für den inferioren Infarkt. Ne? 2, 3 und AVF. Ist es eher 2 und AVF, die deutlicheren Infarktzeichen, dann spricht das Ganze für die Coronaria sinistra.
ist das eher in 3 und AVS, sprich AVF, sprich das für die Coronaria derecha, dextra. Genau, und